Hallihallo liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon, der schwarzen Edition Last Pokémon Standing Challenge. Im letzten Part hatten wir neben eines Team-Reviews auch zwei interessante Kämpfe mitgehabt. Zum einen den Kampf gegen N und natürlich eben dann noch gegen Aloe, also hier im Englischen heißt er Lenora. Haben natürlich jetzt in diesem Fall ja zwei schöne Orden und haben natürlich eben dann festgestellt, dass ihr dann ihr Team Plasma einfach noch so den Kopf eines ausgestorbenen Fossil-Pokémons, also in diesem Fall von Dragoran, einfach mal mitgenommen haben. Und wir haben natürlich jetzt nichts Besseres zu tun, als eben jetzt uns aufzumachen, Team Plasma ordentlich zu vermöbeln und dann eben dann in diesem Fall, ja, dies dann wieder mit zurückzuholen, so in dem Sinne. So, geht jetzt dieses Gespräch noch etwas sehr lange? Oh, sehr nice. Jetzt kriege ich mal das Itemradar. Das ist sehr gut. Das Itemradar kann ich wirklich sehr gut mitgebrauchen. Muss ich wirklich mit sagen. Gut, ja, sollte ruhig da rein und dann eben vielleicht dort Wache stehen oder was auch immer. Aber hey, jetzt habe ich endlich mal das Itemradar. Oh, wie schön. Das wollen wir mal am besten halt. Das wollen wir natürlich mal gleich straight mal mitnehmen. Und dann wiederum. Wollen wir auch hier gleich mal das Itemradar hier künftig hier mit am Start haben. Damit wir natürlich dann auch ja, immer wieder mit sehen können, wo eigentlich dann hier versteckte Items mit sind. Und was dieses Feindes für uns mit beinhalten, wie zum Beispiel ein Hyperball, der jetzt eigentlich keine großartige Rolle mehr für uns mitspielen wird. Weil wir haben jetzt nur mittlerweile ein volles 6er Team und dementsprechend ist es uns jetzt im Rahmen dieser Challenge ja nicht mehr mitgestattet, auch noch irgendeinen Ball mehr mit zu schmeißen, um irgendeinen Pokémon mit zu fangen. Deswegen verkaufen wir den und haben jetzt erstmal so mit unserer Freude. Fangen wir natürlich auch erstmal gleich damit an, dass wir ja eine Runde Schwester Joy bitten, unsere Pokémon mit zu heilen. Und wie sich das daneben mit gehört, im Suo-Speed-Modus im Schlechthin. Gehört sich einfach so. Und dann wiederum wollen wir uns auch mal mit aufmachen. Da oben ist gleich auch noch eins. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Super Trank, nehme ich sehr gerne mit. Danke dafür. Und dann natürlich hier noch eins mit ausgeschlagen hat. Wo ist das? Ich wollte schon sagen, ist es auf der anderen Seite? Aber nein. Ein Beleber. Ja gut, ein Beleber ist an sich ja auch schon fast ein halbes Nugget. Kann ich zwar jetzt auch mit verkaufen, aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück ins Pokémon Center, nur um dann ein weiteres Item mit zu verkaufen. Also das fällt zumindest dann flach. Na schön, wollen wir doch erstmal hier mit reingehen. Gut, mal sehen. Der geht oben lang. Also bedeutet das, wie ist das jetzt eigentlich hier mit aufgebaut? Ist es etwas so, dass wir jetzt einen beliebigen Weg mitgehen können? Oder kann ich jetzt nur diesen Weg hier mitgehen? Also, ich bin jetzt nicht ganz im Up-to-Date, was das hier mit betrifft. Aber ich denke mal, weil ich da unten ja schon so ein Team Plasma-Rübel schon mal mitsehe, spreche ich den mal mit an, vermöbel den mal eine Runde und dann wollen wir natürlich mal sehen, wie dann hier der nächste Hase damit läuft. Also mal sehen, ich habe mal mit nachgeguckt, das nächste Level Cap ist sogar Level 23 und das wiederum kann mir natürlich jetzt auch ein klein wenig kontraproduktiv mit werden, weil wenn ich jetzt sehr viele Kämpfe jetzt mit habe, dann muss ich natürlich ja quasi mit drauf achten, dass ich quasi dann in diesem Fall auch das Level Cap nicht überschreite. Aber ich kann mir auch später mal intensiver Gedanken mal mitmachen. Es sei denn, wir kommen jetzt hier in 20 Milliarden Trainer mit rein und wir kriegen gleich hier 10.000 Erfahrungspunkte, was das Zeug hält. Also ich glaube, Porky levelt mir hier safe mehr hier davon. Smog will erlernen. Gut, eine Giftattacke. Hm.
Nee, hat nur eine Genauigkeit von 70. Ich meine, der Schaden selbst. Hallo, ich will hier abbrechen. Ja, stimmt. Ab der 5. muss ich wirklich sagen, ist dieses System ehrlich gesagt ein bisschen beschissen. Muss ich wirklich zugeben, weil das ist nicht so das Einladendste überhaupt. Was wollte ich damit jetzt noch sagen? Ach ja, also Smog hätte ich zwar jetzt durchaus nichts dagegen gehabt, davon abgesehen, aber ich fände es durchaus mit empfehlenswert, wenn quasi da die Genauigkeit vielleicht ein bisschen mit höher wäre, weil Schaden kann es zumindest nicht, muss ich wirklich jetzt sagen. Gut, ich denke mal, ich schicke mal Poki mal doch mal lieber wieder weg, nicht nach vorne, um dann in diesem Fall mal jemand anderen mit nach vorne zu schicken. Nehmen wir am besten gleich mal Skippy mit nach vorne. Skippy die Bappy die Boopy die Boo. Und so in dem Sinne. Und ja, da sind wir schon erstmal straight wieder mit auswählen. Na? Und dann werden wir natürlich erstmal wieder in den nächsten Kampf hineingehen. Jawohl! Versteckt rein, Sentai. Ein Sentai hat Bedroher. Kann bestimmt Bedroher haben. Dachte ich mir schon, dass das Vieh Bedroher hat. Wir gehen auf Hypnose. Komm, wir wollen mal sehen. Hypnose, trifft es? Hm. Sehr schön. Das ist erstmal sehr gut, dass es mal Hypnose trifft. Das Vieh macht mir aber auch immens viel Damage. Gut, ich meine, hier die eine Klatsche ist natürlich ja quasi von Typ Unlicht und macht natürlich dann auch mit Stab hier viel Schaden, davon abgesehen. Macht er in der nächsten Runde auf? Ich glaube nicht. Dachte ich mir schon. Sehr schön. Also gut, ich bin natürlich jetzt hier auch ein klein wenig auf Risiko, muss ich sagen. Eben weil ja quasi auch so das Momentum mit eintreten kann, dass ja quasi Sentai straight mit aufwacht und mir gleich hier noch eine Klatsche noch mit verpasst und dann Skippy vielleicht mit drauf geht. Ah, nein. Ich möchte nicht so frühzeitig hier schon ein Teammitglied schon mit verlieren und dann sollte ich wie lange dann doch mit 5 Pokémon dann mit weiterkämpfen. Da möchte ich lieber anders mit rangehen. Rock Smash ist doch sehr effektiv, ne? Genau. Doch, ja, stimmt, ja. Sehr effektiv. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So, was ist jetzt mit denen? Achso, der bleibt jetzt einfach hier stehen. Ich dachte, der verpieselt sich jetzt. Hm, naja, auch gut. Gut, wo habe ich jetzt hier. Hey, Revive will ich nicht haben. Tschüss. Eine einfache Potion mal mit einsetzen und weiter geht's. Vielleicht hätte ich doch noch ein paar weitere Potions mit damit holen sollen. Könnte mit sein. Gut, da oben wackelt das Gras, da ist ein Audino. Aber das wiederum, das können wir ehrlich gesagt mir ein bisschen nahe gestohlen bleiben, außer vielleicht fürs Training. Muss ich natürlich ja dann in diesem Fall auch mal bitte gucken, ob es dann noch mehr oder weniger mit passt. Also, wie gesagt, überleveln möchte ich nicht. Und Audino wiederum ist natürlich ja quasi prädestiniert dafür, dir wahnsinnig viele Erfahrungspunkte mitzugeben. Und ich erkenne zumindest hier schon ein bestimmtes Muster. Die ganzen Team Plasma-Rübel haben an sich alle Pokémon von Typ Unlicht. Sei das jetzt Sandal oder hier dieses miese Kätzchen oder hier Cesurio, das ist ja auch dann ja Unlichtstahl. Kann ja dann auch sehr, ja, sehr böse werden. Aber ich meine, gut, in diesem Fall einfach mit Kampf oder mit Feuer und mit Käfer bist du an sich schon relativ gut aufgestellt. Aber na gut, wir wollen natürlich mal gucken, wie das Leben hiermit wird. Skippity bappity boopity boo, ein Level up. Und der nächsten Team Plasma ja, Rübel erstmal voll in die nächste Ecke gedödert. Blöd ist quasi nur, dass ich hier, dass man hier die Dowsing Machine hier mit anmachen muss. Achso, da unten im Gras ist es. Ah, ja. Na schön. Sammeln wir aber erstmal hier noch ein paar Detail-Items noch mit ein. Gut, einen Mini-Pilz hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Aber danke dafür. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Muss ich hier lang? Ach komm, bitte, jetzt dreht sich auch der noch um. Ach, please. So, haben wir erstmal wieder einen weiteren, ja, Kampf ist erstmal hinter uns mitgebracht, der jetzt eigentlich nicht unbedingt hätte sein müssen. Auf jeden Fall, ja gut, der hatte ja quasi so ein GV-Gifte-Pokémon mit am Start gehabt, was natürlich aus Straight Hits Gift Stone gekommen ist. Und welche Überraschung, ja, Skippy war natürlich erstmal eine Runde mit vergiftet und dann wiederum hat er ja auch gleich noch einen Tipper noch mit reingeschickt, um dann in diesem Fall dafür mit zu sorgen, dass er eben dann ich ja erzwungenerweise auswechseln muss. Also muss ich jetzt hier eigentlich lang? Ja oder nein? Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, ob ich jetzt tatsächlich hier mit lang muss oder ob es jetzt auch noch ein optionaler Weg mit ist. Ach komm! Jetzt kommen noch solche Ranger noch aus solchen Grasbüschern mit raus. Na klasse! Ein Pokémon? Gut, ich überspringe das mal. Ich bin erstmal zumindest sehr davon überzeugt, dass hier Skippy mit der Hypnose hier das öfter mit trifft. Finde ich natürlich sehr nice. Kann man sich durchaus mit sehen lassen. Und ich glaube, ich muss mir vielleicht doch noch ein paar Potions mir noch mitholen. Glaube ich zumindest. Dass es doch nicht verkehrt war, das tatsächlich mit zu tun. Ich dürfte aber schon meinen, dass ich ja doch schon richtig bin, weil ja quasi dort oben ja schon der nächste Team Plasma Rübel ja schon auf einen wartet. Und der nächste Ranger. Aber solange die ganzen Ranger hier lediglich nur mit hier den, ich sag mal, Makaken-Starter-Pokémon kommen. Gut, das klingt auch ein bisschen doof. Also, setzt ja dann zum Beispiel hier der eine Ranger oder die eine Rangerin, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, Rangerin. Setzt natürlich ja quasi hier das Pflanzenäffchen mit ein, währenddessen dann diese zweite Rangerin hier quasi das Wasseräffchen mit eingesetzt hat. Also ja gut, ist halt eben schon bemerkenswert. Das heißt, wir haben ja dann safe noch irgendwann Ranger, welche dann hier das Feueräffchen mit einsetzen tut. Kann durchaus mit möglich sein, aber müssen wir mal gucken. Hypnose? Schade, jetzt trifft natürlich Hypnose nicht. Als ob. Wenn ich mir das mal so mit überlege, ich glaube, dann wäre Pursuit. Das auf minus 2 Defense. Und wir haben es gerade so überlebt. Ich mag diese Viecher aber überhaupt nicht. Die mag ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ein Screech auf minus 2 und dann noch ein Pursuit, was einen doppelten Schaden gemacht hat, zwecks Auswechseln. Böse. Richtig gehend böse. Das kann ja ziemlich heiter werden, was damit am Start ist. Uff. Ich glaube, Skippy sollte ja quasi nicht mehr lange auf ein nächstes Level Up mit kommen. Ah, diesmal ist hier kein Trainer. Hätte mich aber jetzt nicht gewundert, wenn da jetzt auch einer mit rausgesprungen wäre. Ich wollte schon sagen, ich dachte, das wäre nicht hier eine Sackgasse, aber dort geht es ja quasi ebenfalls noch weiter. Na dann, auf geht's zum nächsten Team Plasma-Gekloppe, jawohl! Also eigentlich könnte ich auch diese Team Plasma-Kämpfe hier auch mit raus editieren, sag ich mal. Aber ich muss sagen, irgendwie gefällt mir doch ein bisschen mit die Musik. So in dem Sinne. Okay, ich denke mal, das ist wohl der Standard-Move schlechthin. Erst einmal straight auf den Detect gehen, um erstmal eine Runde zu scouten. Sehr nice. Wenn der jetzt ja permanent hier seinen Detector mitmachen möchte, das kann er mal schön knicken. Komm, wir gehen auf den Zerschneider. Das dann wenigstens mit Step und macht natürlich halt eben schon durchaus mit Schaden. Und, na, mal sehen. Geht er nochmal für den Detect? Nein. Okay, Kampf gewonnen. Aber ich dachte jetzt eigentlich, dass jetzt hier wieder ein Pokémon von Typ Unlicht jetzt hier mehr oder weniger mitkommt. Aber es wird auch nicht so der Fall. Ah, und gut, Skippy entwickelt sich schon. Das heißt, ich kann ja gleich Bianca reinchecken und dann kann ich quasi auch Bianca hier gleich mit zu ja, einen Kugmada damit weiterentwickeln. Oder wie heißt es denn hier gleich mal auf Englisch?
Watchok. Watchok. Konfu-Strahl. Ey, Konfu-Strahl? Konfu-Strahl, ja gut, warum eigentlich nicht? Na komm, schmeiß mit die Hypnose raus. Schmeißen wir die Hypnose raus und jawohl, haben wir schon mal das erste Mal mit erledigt. Machen wir nochmal dasselbe mit Bianca, einfach weil es quasi so schön Spaß gemacht hat. Da möchte ich aber deine dazu gerne wissen. Kann es etwa dann sein, dass dann der andere Weg, den ich da hätte, doch mitgehen können? Also entweder für dieser dann ins Nichts oder vielleicht ebenfalls demselben. Oder vielleicht wäre ich dann von dort unten gekommen, ich weiß es mal absolut nicht. Auf jeden Fall, gut, ein weiterer Trainer, diesmal ein Ranger und hat der hier Feueräffchen? Pansier? Yep, gut, das Feueräffchen. Ich spule mal wieder vor. Tja, also so viel hat er natürlich jetzt auch nicht so mit Finest Mat gehabt. Zwar hat er jetzt die ganze Zeit Incinerate mit eingesetzt, hat sogar auch einmal einen Crit mit verursacht. Aber ansonsten, gut, brauchst du den jetzt irgendwie nicht so großartig mit ernst nehmen. Was habe ich denn jetzt überhaupt alles hier? Außer zwei offensichtliche Items, wobei das eine komme ich hier, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, gar nicht ran. Und das wäre zumindest ein Routen-Encounter mit gewesen, was ich dann hätte fangen können oder in diesem Fall müssen. Aber gut, ich habe... Ach komm schon. Kannst du jetzt nicht einsetzen gegen irgendwelche Viecher hier mit fliehen? So, tschüss. Hallöchen, Strauchler. Gut, Strauchler nützt mir eigentlich in der Käferarena mal absolut nichts, davon abgesehen. Aber ich glaube gegen Turner, der kommt ja auch irgendwann mal mit dran. Da kannst du Strauchler eigentlich sehr gut mit einsetzen. Und gegen Benson kannst du quasi auch noch Strauchler mit einsetzen. Oh. Diese Katinis, die gehen wir jetzt schon ziemlich auf den Zünder. Tschüss. Muss ich jetzt noch meine ganzen Heil-Items hier damit einsetzen oder was? Habe ich überhaupt hier Paralyseheiler? Ja, einen einzigen. Nur einen einzigen? Ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal lieber noch ein paar weitere Items mir noch mitholen, bevor ich dann überhaupt gegen Artimid antreten werde. Ist das der finale Kampf? Das sieht zumindest danach aus. Weil hier war gerade die Szene ja ein bisschen... Naja, ein bisschen authentischer. Ja, der hat auch drei Pokémon, alles klar, dann ist das quasi hier der Leader schlechthin. Der hat natürlich das Köpfchen und wir wollen natürlich erstmal sehen, wer eigentlich hier das bessere Köpfchen mit hat. Da ich natürlich quasi nicht weiß, ob quasi die Patrice hier ebenfalls auf Adlerauge mit getrennt sind, möchte ich ja nicht hier unbedingt das Sandwirbel mitgehen. Der setzt sich zwar gerade auf für eine Geduld, aber das nützt mir eigentlich jetzt nur in dem Sinne, dass ich jetzt zweimal auf Workup mitgehen und halt eben dann massiv viel Damage auf den Gegner hier quasi mit rausfeuern kann. Ich denke mal, da können wir nochmal für den Workup mitgehen, weil das sind jetzt so gesehen das drei geschenkte Runden und ich nehme das quasi gerne mit. Hier wäre halt eben noch sehr gerne so ein Init-Booster mit am Start, muss ich wirklich sagen. So, Zelt von Tackle. Also wenn ich gewusst hätte, dass er jetzt nochmal für die Geduld geht, mal ganz ehrlich, dann hätte ich jetzt eigentlich straight nochmal so gesehen auf drei weitere Male auf, ja, auf, na, du weißt schon, jetzt gehen können. Also auf Workup. Und ich glaube, das mache ich sogar auch. Ich glaube, das mache ich. Hat zwar eigentlich jetzt so keine großartige Relevanz, dass ich es tatsächlich mit Ruhe, aber Spaß war trotzdem, dass ich zumindest
Ja, komm, komm, ich bin wirklich sehr greedy. Ich gehe jetzt mal wirklich auf +6, +6. Hat zwar eigentlich mal absolut sehr wenig Sinn, außer der schickt natürlich dann ebenfalls hier noch einen Timber noch mit rein. Kann durchaus mit sein. Dann möchte ich dann im besten Fall dafür mit sorgen, dass ich dann in diesem Fall das Timber mit einer Tackle sofort mit rausnehmen kann, was das Zeug hält. Also zumindest jetzt ist die Bianca unaufhaltsam. Außer der Gegner überlädt das mit einem KP und kontert dann oder crittet dich straight. Das ist natürlich dann so ein Ding, was du natürlich dann nicht unbedingt mit haben möchtest. Aber schauen wir natürlich erstmal nach, wie das hier quasi mit abgeht. Sentai, hat's mit Rohr? Hat mit Rohr, aber wisst ihr was? Zum einen juckt mich das mal überhaupt nicht. Ich bin schließlich noch auf +5! +5, mein Freundchen! Und diese +5 wiederum mit einem Tackle, das wirst du nicht überleben, Mann. Das wirst du nicht überleben. Tschüss, Sikorsky. Sehr schön. Also ich muss sagen, dieser Kampf, der war halt eben jetzt sehr amüsant. Ach, einer dieser Weisen ist das ja. Genau, Gorn von den sieben Weisen und so weiter. Bla 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 bla. Bahnhof, 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 Bahnhof. So. Findet jetzt noch ein Doppelkampf damit statt? Glaube ich zwar nicht. Aber wir wollen natürlich mal sehen, wie das hier mit ja, vonstatten geht. Diese ständigen Lava-Passagen, die kann ich mir überhaupt nicht ausstehen. So, war es das jetzt? Ich denke mal schon. Oh, Mondstein. Tja, schade. Ich kann kein einziges Mal so einen Mondstein irgendwie mit einsetzen. Und Arti sah es zumindest aus, als ob der hier einen Stock im Hintern hätte. Zumindest was die Bewegung mit betrifft. Gut, ein Miracle Seed erhöht zwar die Stärke von Pflanzenattacken, also als gute Kombination kannst du das durchaus mit verwenden. Bin ich natürlich nicht abgeneigt. Was macht der Stapelscheine hier? Okay, die Präsenz eines starken Pokémons von mir aus. Gut, ich verstehe. Wenn ich also dort oben lang gegangen wäre, dann wäre ich sowieso nicht weitergekommen. Aber auch gut. Wir sehen uns zumindest gleich wieder. Alright, Leute, da bin ich natürlich jetzt erstmal wieder. Also diese beiden Trainer, die habe ich das erste Mal noch herausfordern müssen. Habe aber dafür natürlich jetzt erstmal mein Team erstmal wieder komplett geheilt und auch erstmal wieder neue Heil-Items erstmal wieder mit eingesammelt. Also gekauft. Und apropos einsammeln, wenn wir schon mal mit dabei sind, können wir gleich hier noch ein paar Items noch mit einsammeln. Wie zum Beispiel das hier. Eine Großwurzel. Hier wird aber sehr viel mitgeboten. Eine Großwurzel, Miracle Seed und auch Strauchler. Nur bringt das eigentlich für den nächsten Arena leider mal absolut gar nichts. Ich meine, gegen Turner und gegen Benson, ja, kannst du gerne mit reinnehmen, aber ansonsten, naja, gut. Wenn da natürlich mal kein Ardino ist, dann werde ich ja quasi Hans August heißen. Und dieser Moosfelsen dort ist natürlich prädestiniert dafür, um ein Evoli zu einem Folipopo mit weiterzuentwickeln. Gut, dann gibt es jetzt ja doch nichts Bedeutenderes hier mehr. Da kann ich an sich ja weitermachen. Und ich denke mal, da ist noch ein bisschen Luft mit nach oben drin. So, dass wir am besten gleich noch Bianca... Ja, das ist eine gute Idee. Wir entwickeln gleich noch Bianca in diesem Part noch ebenfalls noch mit zu einem Watchdog noch mit weiter. Und... dann sollte das ja dann zumindest schon mal gut mitlaufen. Also diesen einen Ranger, wenn der mitkämpfen möchte, dann ja, skippe ich den erst einmal. Wenn dieser quasi nicht mit mir kämpfen möchte, was ich jetzt vielleicht jetzt mal nicht ganz damit glauben vermöge, dann auch gut, dann kann er mir eigentlich sicher gestohlen bleiben.
Und dann wirst du dann so gesehen ja als nächstes Jahr dann in Stratos City damit auftauchen. Ist das nicht so? Weiß ich bisher noch gar nicht. Auf jeden Fall, gut, Bianca entwickelt sich jetzt erstmal auszufallen. Und mal sehen. Möchte ich jetzt hier Konfustrei mit Lehren? Ich meine, verkehrt wäre das zumindest nicht. Da muss ich aber jetzt natürlich noch mal gucken, ob quasi Konfustrei. Na gut, ich habe ja noch Zed-Attack. Ne, in beiden Fällen kein Konfustrei. Da ist mir quasi Sandwirbel, ehrlich gesagt, mir ein bisschen lieber. Auch wenn ich nicht so ein Fan von solchen Stall-Moves bin. Also zumindest, ich habe ja quasi so einen kleinen Hass auf solche Attacken. Ist aber doch so durch die erste Spielegeneration ja doch mit geschuldet. Warte, wieder kämpfen? Nö, da will ich kämpfen, ich wollte schon sagen. Einfach, weil du... Ah, dort hinten ist der Stratos City. Ach so, du machst das noch hier einen kleinen Rundgang über die Brücke. Auch sehr nice. Oh, Quicklaw. Nice, nehme ich gerne mit. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Was hast du so Feines? Nö. Nichts Besonderes. Gut, Sky Arrow Bridge. Ach, natürlich, ja, das ist auch eins dieser schönsten Szenen überhaupt. Einfach auch so die Kameraführung. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. Was man damals schon alles aus dem DS mit rausgeholt hat, ist beeindruckend. Und das natürlich dann quasi nach jeder weiteren Erhöhung, dann in diesem Fall auch die Polygonanzahl sonst wie gering werden, um quasi sonst wie viele Ressourcen natürlich mit zu sparen. Und dass du dann in diesem Fall auch hier viel Verkehr natürlich mit siehst, was du sonst in keinem anderen Spiel jemals irgendwo mit gesehen hast. Einfach nur mega geil. Es sind zwar so gesehen immer dieselben Fahrzeuge, die du nach ein paar Augenblicken mit siehst, aber hey, komm, was willst du mehr? Gut, was machst du so Feines? Okay, nichts so Besonderes. Ach, sieh an, hier kommst du raus. Ja. In Blaze Black und Ward war jetzt 2, also eher auch gesagt zu Schwarz und Weiß 2, da kommst du zwar auch dann mal hier die Genussfarbe, ich glaube hier reinzugehen, aber ich glaube hier ist ja dann so der Weg dann versperrt, war das entweder weil dann dort Baustelle war oder ob dann einfach nur Leute dort nur random rumgestanden haben, weiß ich aber überhaupt nicht. Aber ich werde natürlich das Ganze jetzt wie folgt machen. Oh, ich kann mir sogar... Ach, alles klar, ich krieg noch einen Evolutionsstein. Gut, keiner der Evolutionssteine kann ich überhaupt jemals nutzen. Aber mal sehen, Feuerblatt oder Wasserstein. Ich bin eigentlich mehr für Wasser, aber ich denke mal, wir gehen mal hier auf... Achso, das erste war hier der Pflanzen... Affe. Na gut, was soll's. Dann nehme ich halt jetzt einen Feuerstein. Die konnte ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten. Na schön. Gut. Ich stelle mich jetzt erstmal so kackenfrech hier mit hin. Und blicke natürlich dann quasi zu euch hier die Kamera mit hinein und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein und bye bye.